Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen die Würzburger Kickers hier im Südstadion. Endstand 2:1. Das Spiel heute sahen 1774 Zuschauer. Ich darf beide Trainer hier oben begrüßen und würde den ersten Michael Schiele und seinen Bänden bitten. Ja, hallo zusammen. Ulrich, Glückwunsch zum Sieg. Ja, ich denke, wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen, machen gleich nach 3-4 Minuten das Tor. Schnell umgeschalten, haben wir auch die Räume dann gut genützt und mit dem Personal dann nach vorne, war schnörkellos, war super. Führen dann 1-0, haben dann immer wieder noch einen Stich gesetzt, sage ich mal, wo wir es dann aber nicht sauber dann ausspielen, wo dann auch der ein oder andere auch nicht mitgeht. Sind hinten sehr tief gestanden dann auch, haben aber kaum was zugelassen, eigentlich gar nichts zugelassen, bis auf den Freistoß dann, wo unser Kipper dann sehr gut hält. Ich habe von meiner Mannschaft dann auch erwartet, dass die mehr Fußball spielen, auch noch die erste Halbzeit. Wir haben sich, ist nicht so gegangen, Fortuna dann auch sehr, sehr gut dann immer wieder auch schnell die Bälle zurückgewonnen, sind vorne draufgegangen, wir haben dann zu schnell geschlagen. Ja, wollten in der zweiten Halbzeit auch mit dem Wind dann mehr Akzente nach vorne setzen, auch mehr Fußball spielen. Haben es auch so weit wieder im Griff gehabt, sage ich, aber dann kommen die Einzelaktionen vom Generell, wo er natürlich so annimmt, ersten Kontakt hat, zweiten Kontakt oder dritten Kontakt, das Ding in den Linken reinschmeißt. Also ja, die Qualität, was man gerade bei uns nicht so sieht, wenn das Vertrauen auch nicht, das Selbstvertrauen nicht so da ist. Und gut, bei dem 2-1 dann, also nach 4-5 Minuten, glaube ich, 2 Tore, da müssen wir einfach energisch klären, das Ding, da brauchen wir gar nicht warten, ob da einer kommt oder nicht. Und, ja, war schon der Gegenspieler da, war es ein klarer Elfmeter, wo man vielleicht dann auch halten kann, war jetzt nicht so platziert geschossen, war nur dran. Also beim Elfmeter können sie einen Vorwurf machen. Nur davor, dass wir das nicht klären. In der ersten Halbzeit haben wir so einen, wo der Torwart auch rauskommt, schreit Leo. Und was die Neumann hat, dann das Ding weghauen. Und in der zweiten Halbzeit eben halt nicht. Bis auf die drei Chancen, was ich jetzt aufgezählt habe, habe ich jetzt so nichts mehr gesehen, also klare Chancen für Fortuna, die haben natürlich mehr Ballbesitz gehabt, wir sind tiefer gestanden, haben es dann immer wieder mit langen Bälle auch probiert, haben auch gut verteidigt und ja, trotzdem zum Schluss haben wir dann so zwei, drei halbe Chancen. Ich weiß nicht, ist das ein Ademi, ob das außerhalb im 16er war, innerhalb im 16er, ich glaube, kann man auch mal gelb geben oder wäre dann gelb-rot gewesen, dass wir dann nochmal mit einem Überzahl sind. Und er steht auf, er zieht ihn nach unten, er geht dann wieder hoch und zieht er nochmal. Also, ja, ist normal eine gelbe Karte. Schiedsrichter hat sehr viel laufen lassen, hat dann auf beiden Seiten auch, aber ich glaube, in der Situation können wir auch was tun. Aber wie das dann ausgeht, weiß ich nicht. Glückwunsch nochmal, Uwe. Und jetzt müssen wir die Köpfe hoch machen wieder, so wie die letzten auch schon. Und jetzt müssen wir uns an den Lichtblicken auch hochziehen. Okay, dann. Danke, Herr Schiene. Dann, dein Statement bitte. Ja, ich glaube, das habe ich der Mannschaft eben direkt im Anschluss ans Spiel im Kreis gesagt. Ich glaube, dass es heute ein Spiel war, wo uns Würzburg tatsächlich nur so ein minimales Schlupfloch gegeben hat, um erfolgreich zu sein und durchzuschlüpfen. Ich glaube, das haben wir tatsächlich dann noch genutzt. Man mag das als die Qualität einer Mannschaft nennen, die sehr weit oben steht. Ich würde in Summe sagen, dass wir heute zu viele Phasen dieser 90 Minuten versäumt haben, um auf dem Platz richtig zu handeln und zu agieren, und dass wir nur ein sehr, sehr schmales Fenster hatten, in dem wir so agiert haben, wie ich mir das vorstelle. Das hat heute gereicht. Warum hat es gereicht? Weil wir in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht sehr, sehr sorglos und fahrlässig in der Defensive gearbeitet haben. Das hat direkt bei der ersten eigenen Standardsituation angefangen, die innerhalb von 5 Sekunden eine Großchance für Mast zur Folge hatte. Das ist weitergegangen beim 0:1, bei der Aktion von Bernie Kehre, wo er wiederholt die Arme einsetzt in eigentlich einem neutralen Duell am Strafraum. Der Freistoß von Göbel fantastisch geschlagen, hält Tim Boss hervorragend. Das waren alle Situationen, die wir schon deutlich höher hätten in Rückstand sein können. Und daran kann man ablesen, wie schlecht wir verteidigt haben in der Phase. Darüber hinaus ist uns offensiv nicht so viel eingefallen. Wir hatten auch mit der unerwarteten Konstellation der Dreierkette etwas Probleme. Dann habe ich eine Phase in der ersten Halbzeit gesehen, wo wir es zumindest etwas mutiger kombiniert haben, wo wir etwas schneller versucht haben, auch die Seiten zu wechseln. Aber uns ist es dann nicht gelungen, tatsächlich so diese Halbmöglichkeiten in tatsächliche Torabschlüsse
irgendwo umzumünzen. Viele Aktionen wurden geblockt oder abgefälscht. Unsere Standardsituation war nicht gut. Insofern war das eine total verdiente Halbzeitrückstand. Und wenn man ehrlich ist, hätten wir uns auch heute über ein 2-2 nach der 2-1-Führung nicht beschweren können, weil auch dort hat die Souveränität in der letzten Linie zu verteidigen gefehlt. Es waren einige enge Situationen. Mein Kollege hat gerade diese eine strittige angesprochen. Wir haben viel zu wenig Aktionen wirklich abgeschlossen, haben immer wieder am Strafraum versucht, nochmal quer zu spielen, sind dann in Kontersituationen gelaufen, weil natürlich Würzburg eine höhere Zahl an Spielern vor dem Ball postiert hat. Insofern war das heute nicht unser schlauestes Spiel. In der ersten Halbzeit auch emotional nicht unser bestes Spiel, aber ich glaube, an zwei Personalien kann man so ein bisschen sinnbildlich zumindest die Veränderungen der zweiten Halbzeit irgendwo ablesen. Das ist zum einen Keita Ruel, der nicht nur ein sensationelles Tor in der zweiten Halbzeit gemacht hat, sondern der dann wieder diese körperliche Präsenz hatte, überall zu stechen, immer wieder Bälle festzumachen, in jedem Duell da zu sein. In der ersten Halbzeit hat er mir viel zu viel spekuliert, auch wenn es kein typisches Mittelstürmerspiel war. Und die zweite Personalie ist mit Sicherheit Cedric Mbala, der sich dann so nach 25 Minuten mal entschlossen hat, auch Zweikämpfe zu führen und die Freundschaft zu Marco Königs mal wohnen zu lassen. Und ab dem Zeitpunkt war er wieder so der Turm. Er hatte mit Sicherheit diese eine strittige Situation, aber er hat eben auch wahnsinnig viel weggeräumt. Und anhand der zwei Personalien, glaube ich, sieht man die gesamte Veränderung von erster zu zweiter Halbzeit. Und dann haben wir glücklicherweise heute hier einen Dreier gezogen. Wahrscheinlich wird man typischerweise sagen, das gewinnst du, wenn du oben stehst. Das verlierst du, wenn du unten stehst, aber wir haben jetzt 30 Punkte und diese Zahl in Relation zur Zahl der Spiele ist mit Sicherheit für Fortuna Köln sensationell. Danke, Uwe. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte ein kurzes Handzeichen. Ja, Michael, du hast, wurde ja im Vorfeld schon auch einiges drüber geredet, im Torwart getauscht. Am Ende hat er, ja, war er an der Elfmetersituation sicherlich beteiligt, hat in der ersten Halbzeit auch eine sehr gute Parade gehabt und jetzt seine Leistung bewerten. Ja, wie du schon sagst, die erste Halbzeit hat schon Sicherheit ausgestrahlt, einen guten langen Ball gespielt, obwohl er kann auch Fußball spielen. Wir haben mir gewünscht, dass er auch mit der Dreierkette, dass wir mehr Fußball spielen. Hat den super gehalten da vor der Halbzeit oder den Kopfball da. Ja, dass er da beteiligt war an dem Elfmeter, brauchen wir nicht schön reden oder brauchen wir nicht vorbeireden, das muss er anders klären, beziehungsweise auch Patrick Göbel muss den Ball da einfach das Ding löschen, er muss den Ball weghauen oder kann sogar noch raustribbeln. Da war ja die ersten zwei Sekunden war ja gar niemand drumherum und er sticht er noch zu und bringt einen langen Fuß. Ja, wenn ein Torwart dann am Tor dann beteiligt ist, ist ein fader Beigeschmack dabei, trotzdem. Bis dahin hat er seine Sache sehr gut gemacht, hat Sicherheit ausgestrahlt und ja. Weitere Fragen? Sehe ich nicht, dann vielen Dank für das Interesse und alles Gute für die restliche Saison. Vielen Dank.